Moin Leute, Trimax hier. Jetzt ist es soweit. Das Spiel ist vor 8 Minuten released. Jetzt sind die Tore geöffnet. Es ist soweit. Es ist der 30.09. 0 Uhr 8. Jetzt spielen die Leute FIFA. Und das ist mein Team. Beim Release. So ist es nämlich. Jetzt machen die Umsatz. Jetzt gehen wir hier auf Club. Leaderboards. Jetzt ist Release. Top Squad Global. Trimax. Wer hat am meisten Transfer Profit? Trimax. Mach seit 5 Tagen ununterbrochen Packs auf. Also auch verdient. Digga, der Stuhl hat sich einfach bei mir eine Fanta gegönnt. Trinkt die noch nicht mal aus, der Idiot, ey. Okay, let's go. Hattest du ein richtiges Team ausgewählt? Ich habe auf der Bank nicht so eine Kanten. Deswegen ist das Rating niedriger als deins. Alter. Ja, die wichtigsten Spieler wieder mit der größten Arbeitsrate. Rullet und Vieira, immer. Ja, Vieira habe ich mir vorhin geholt. Für, ich weiß gar nicht. Achso, Abide ist rausgeflogen. Oh ja, okay. Wow. Was? Schade. Nicht schlecht. Ich finde das langsam, dafür, dass er der schnellste Spieler im Spiel ist. Ist Pelé der schnellste Spieler im Spiel? Naja, ich habe ihn, er hat irgendwie 95 und ich habe ihm noch Shadow gegeben oder sowas, dass er 99 hat. Alter, der eine hat ab. Oh Gott. Das ist, finde ich, auch fertig. Das finde ich, finde ich ein katastrophaler Antritt für die Stats, die da angeblich stehen mit Ball. Alter. Torwart ist dran. Torwart ist dran. Ja, hätte ich wieder gefühlt, wenn ich da einen Torwart gemacht hätte. Was war denn jetzt los? Ich hab dich gefoult. Ah, ah, ah. Das war Quatsch. Alter! Ich drücke einen Lauf und er macht nicht einen Lauf. Das ist Quatsch, wow. Digga. Das, ja, sag es bitte! Mein Rullet wird von jedem Wichser weggedrückt. Ja, diese ganzen Fehlpässe sind Quatsch einfach, Digga. Ach, schon wieder. Ach, natürlich. Und Tor. Oh, nevermind. Ah, Abstoß. Auch gut. Na, jetzt hast du die beste Chance gehabt. Vorher hatte ich die beste, jetzt hast du die beste gehabt. Wenn so mal ein schöner Pass durchkommt, das war ein schöner, doppelt gedrückter Dreieckspass. Warum der nicht durchkommt, das, ich versteh's nicht, Bruder. Wahrscheinlich, weil du jetzt ein Tor schießen darfst. Ah, interessant auch. Ah, Ecke. Rullet? Oh Mann, er hat doch kein einziges Eckentor gemacht. Ich gehe genau auf Rullet, Mann. Der kann dann auch mal. Pelé mit der Abwehrarbeit. Man kennt ihn doch. Ja, ohne Ball war er gerade, finde ich, super schnell wieder, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Cantona ist jetzt auch nicht unbedingt lahmarschig. Ach, Rullet mit dem Dreieckspass, Digga, direkt wieder zurück zu dir. Nice. 0-0. Ja, zum Schluss bist du deutlich stärker geworden. Am Anfang habe ich dominiert, würde ich sagen. Zum Schluss bist du deutlich stärker geworden, Digga. Ein gutes Match bis hierhin, Alter. Mhm. Pressing im Spiel anmachen ist auch wirklich, es bringt einfach gar nichts. Digga, das fand ich so langsam gerade. Kein Problem, du kriegst ja noch deine Chance. Oh nee, ne? Bitte, Digga. Was ist das? Das ist doch nicht der beste Fußballer der Welt mit so einer Scheiße. Wo geht der Schuss hin von Mbappé? Ja? Das geht da nicht hin. Das war ein X-Pass, Max, ne? Das war einfach nur ein X-Pass. Er macht es einfach ins Leere. Da ist niemand, Digga. Dieser Hurensohn. Krasse Gritsche. Ach, Digga! Also dieser Riesenstep war ja auch verarsche. What? Ein Hater. Ja, es war auch Vieira, Digga. Der ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, der torgefährlichste Spieler zu sein.
Ja, Schiri, alles gut, Digga, so unnötig. Also jetzt fress ich doch einen Besen. Das ist doch Verarsche, wie ist das möglich? Och, Mann, ey. Oh, fair play. Ja, gut getackelt. Ach. Dann gibt doch das Vorteil, Digga. Vorteil ist schon weg. Und das ist eine rote Karte, Max. Digga, du musst dir vorstellen, ich grätsche von die Beine weg. Er fällt Vorteil, wir laufen zwei, wenn der Vorteil ist weg, Bruder. Einfach der Vorteil, er hat ihn einfach vergessen, Digga. Ah, nee, oh, ach, dafür habe ich eine gelbe bekommen. Dafür, lol. Ja, trotzdem Freistoß für mich, Bruder. Es ist ja so witzlos, ne? Was geht ab? Oh mein Gott, ja, endlich. Das ist echt passend, Digga. Du kannst alles, du kannst Dribbling vergessen, Schicken vergessen. Ah, das war's. Ja, wollt ihr auch hingehen? Nice, danke. Oh, ich kann das nicht mehr mit den Fehlpässen, Max, Digga. Wirklich nicht. Das ist brutal, wirklich. Ich fühle dich so sehr. What the fuck? Gefährlich, dass er den durchlaufen lässt. Ach, Digga, es ist... Das ist so krass, ne? Ein witzloses Spiel ist das. Das war's. GG's. Wow. GG's. 1-0 einfach. Ja, du hast auch dir ein Tor auf jeden Fall verdient gehabt. Ah, oh, nee. Machen wir noch ein zweites fürs bessere Ergebnis. Vieira mit Linksvolley. Ja, man kennt ihn ja. Also, wenn du Lust hast, können wir direkt noch ein Rückspiel machen, Digga. Dann will ich aber danach schlafen gehen. Machen wir so. Wenn ihr sprintet und passt, wird alles extrem ungenau. Habt ihr das Video schon angeguckt? Ne, ich muss mir noch alle Tutorials reinziehen. Das sind so Kleinigkeiten irgendwie. Wenn du bei der Ballannahme sprinten drückst, dann hüpft er 1000 Meter weg. Oder wenn du darfst den Stick nicht komplett drehen für eine Drehung, sondern musst ihn langsamer drehen und so eine Scheiße. Da gibt es richtig viel, dass man alles lernen muss. Merkt aber, dass ihr hauptsächlich nur Packs zieht. Ja, wir haben es mitbekommen, Digga. Du bist hier der beste Spieler aller Zeiten, Digga. Bist du vom Pelé überzeugt eigentlich? Der hat jetzt schon diese Fernschüsse, macht der manchmal geil. Es steht 99 Antritt und Sprinten mit Shadow. Aber das ist Bullshit. Irgendein 80er Innenverteidiger ist schneller. Irgendwie, das ist. Ja, das gefällt mir noch nicht. Ich hole ihn eigentlich nur für Dribbling und Sprints und Schießen. Und Dribbling und Sprints klappt beides nicht. Ja, wollt ihr auch mal. Schön Druck machen hier jetzt. Oh, das fängt ja schon wieder sehr gut an, Digga. Man kommt hinter keinem Spieler hinterher, obwohl man auch eigentlich gleich Tempo hat. Weißt du, wie ich meine? Also, dass du der gleiche Spieler bist. Ja. Boah, wer böse gekommen? Von Ronaldinho bin ich überzeugt. Der steht, der ist drecks langsam, aber er ist trotzdem irgendwie schneller. Du sollst, also guck mal, er will ihn ins Abseits spielen, hast du es gesehen? Ja, ich wollte unten auf Vieira, der ist gelaufen gekommen, er macht es einfach nicht. Da sehen wir ihn außen, bitte kein Abseits. Abseits. Ach, Schiedsrichter, ist doch gekauft. Wo schießt der Nuttensohn den hin, Digga? Also wirklich, das ist so ein Quatsch. Ich hab auch schon Angst, ich seh den Gefühl schon drin und dann geht er einfach so voll. Er schießt ihn dann immer aufs Tor, ist Legende, Bruder. Ach, schick doch weiter durch, Mensch. Er läuft doch da gerade. Er läuft doch extra. Der Laufweg war doch da. Ja,
ja, natürlich. Komm, den sicheren nicht spielen, aber lieber ein bisschen Risiko. Das sind 7 Spieler und er passt immer MAP. Ward einfach weitergeleitet. Hat er. Hätte ich luften müssen, Digga. MAP gegen MAP, mein MAP gewinnt. Die haben sich gegenseitig angegriffen. Hast du das gesehen? Ja, das ist so ein Scheiß, Digga. Die haben sich gegenseitig angegriffen. Ach, natürlich. Ja, alles gut, Digga. Und hier kriegt das Tor, Digga. Also, in direktem Gegenangriff. Das Spiel ist so ein Dünnpfiff, mein Gott. Alter, dein Spieler in der Verteidigung hat dich so selber umgerannt. Ja, ja, natürlich, Digga. Und es sind Ikonen. Ich dachte schon, ich will einen Spieler aus. Er kriegt dich nicht. Zweiter Spieler kriegt dich nicht. Dritter Spieler kriegt dich nicht. Aber langsam kriege ich Panik. Kommt dein Stürmer. Alter, wow. Nee, ich kann es nicht mehr. Oh. Ich kann es nicht mehr. Wahnsinn. Er bleibt einfach stehen. Frillet musste einmal kurz einfach reconnected werden. Ja, und hier, er kann wieder den Ball nicht verarbeiten. Sauber. Sollte eine Grätsche werden, ein Viereck, ne? Nee, ich hab kein Viereck gedrückt, Digga. Achso, was? Kreis gedrückt. Was? Oh, endlich mal. Nein, Mann, gib doch mir einmal im Leben ein Eckballtor. Meine beiden Spieler stehen sich wieder im Weg, Digga. Wieder im Weg. Warum immer den komplizierten Weg, FIFA, Digga? Also wirklich, ich kann das nicht mehr. Alter. Also die eine Szene, wo dein Hullet einfach gestunt war. Bruder, du hast es gesehen, ne? Ja, das Spiel, das ist so krass. Ich sag dir so, wie es ist, das Spiel hat noch viel zu viele Fehler. Also Leute, wir spielen zwar scheiße, aber dass sowas überhaupt möglich ist, dass ein Spieler einfach leckt und sich einfach nicht mehr bewegt, das ist schon krass. Oder auch die Szene, dass du dich gegenseitig da, dein Stürmer dir einfach foult, obwohl du den gar nicht lenkst. Am schlimmsten sind wirklich die Fehlpässe, Bruder. Die Fehlpässe sind wirklich, also dieses Jahr, ich weiß nicht, fühle ich überhaupt nicht. Das ist so sicher schon mal ein Ball. Ich kassiere halt einfach fast noch das Tor. Jede Chance ist so kacke irgendwie. Oh Mann, Alter. Das ist jetzt schon unser 5. Game oder so. Und alles ist so. Wo ist mein Vorteil, Schiri? Wo so ist random. Mein Vorteil? Aber ich muss auch sagen, mir gefallen am wenigsten die Freundschaftsspiele, die ich bis jetzt gemacht habe. Echt? Also gegen Kollegen, ja. Egal welches, egal ob ich gewonnen habe oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich finde, das fühlt sich am schlimmsten an. Oh, das habe ich nicht als Abseits gesehen, aber gut für mich. Was? Ah, hier, Zidane, hast du es gesehen? Ja. Bei dir gerade? Der hat auch einfach Arbeitsverweigerung kurz gemacht. Krass. Also, das ist ja krass. Ja, Tori, Digga, er kann den Ball nicht annehmen, Digga. Er ist einer der besten Spieler hier. Und er kann den Ball nicht annehmen. Er kann ihn nicht sauber verarbeiten. Ein normaler X-Pass kullert ihm vom Fuß. Hä? Alter, die Schussvortäuschung. Ja, Digga. Also das ist wirklich, Digga. Und gefühlt, was mich am meisten aufregt, Max, und dafür payen wir ja rein, gefühlt die ganzen normalen Silberspieler, so ein Werner, oder? Der macht alles. Der ist der beste Spieler aller Zeiten. Ja. Mhm. Ja,
Ja, auch mal vielleicht zu einem Mitspieler köpfen, sodass man auch mal raus aus der Zone kommt. Ja, mal Pressing. Ich habe Pressing aktiviert, hallo? Vermerkt man jetzt nichts. Pressing? Am Mann stehen? Pressen? Nee? Das ist so lasch und so langsam, finde ich auch von Mbappé. Oh, das fand ich wahnsinnig scheiße. Ja, das fand ich auch gerade scheiße, der normale X-Pass. Okay. Du bolst aber auch aus jeder Richtung raus, ne? Ja. Du hast nicht... ich kann das nicht mehr, Max, wirklich. Ich kann das wirklich nicht mehr, Digga. Das Gameplay fühlt sich so lahmarschig, desync an, so richtig Slow Motion und dann... Guck dir das an, Digga! Das sind die besten Spieler der Welt. Also guck dir das mal an, Mbappé, das ist so kacke! Mann, der ist einfach 300-400% schlechter als letztes FIFA. Was war das? Ich weiß es nicht. Das macht er gut. Ein guter Laufweg. Dribbling kannst du die Tonne treten. Das ganze Gameplay fühlt sich einfach so unheimlich lahmarschig an, Digga. Ja, na klar, Digga. Mann, war da nicht doch der Innenverteidiger weiter vorne, Mann? Ich hab Pressing angestellt, Digga. Wo pressen die Spieler? Scheiß auf das Game. Wow! Oh, da steht doch direkt mein Spieler. Wieso nimmt er sich den Ball nicht? What the fuck? Katona ist so eine Pfeife, Digga. Hä? Es ist so ein Foul. So ein Foul. Es ist waldig berührt, Füße weggekloppt. Oh, ein Powershot. Schöne Ecke. Digga, alle unsere Games waren so random.